Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Ja, ich dachte mal, ich erspare euch den Rückweg von der Höhle aus. Ich sag mal kurz, was ich zwischen den Folgen gemacht habe. Zum einen, habe ich zwei Monster geholt. Einmal eine Spinne, weil sie die spezielle Fähigkeit Enterhaken hat. Und weil ich noch öfters brauchen würde, wahrscheinlich ein Monster mit der Fähigkeit Tackle. Damit ich diese Blöcke verschieben kann. Weil man kann das mit keiner anderen Fähigkeit. Und ich vergesse die ganze Zeit, dass hier Löcher sind im Boden. Ich will jetzt erstmal die Muscheln zu dem einen Typen bringen. Dann will ich den einen Stein verschieben. Ach stimmt, ja, da ist nur eine Kiste. Und ich würde gerne noch ein Dodo-Ei von ihr mitnehmen. Dodos vernichtet und ich habe ein Kongamato-Ei bekommen. Das, was ich nicht haben wollte. Verdammte Axt. Das ist aber auch irgendwie Normalwert bei Sanctuary. So, ich brauche den Fisch. Und lande in einem Fisch. So, Fisch wurde K.O. geschlagen. Der hat das nicht mal gewechselt. So. Ich wollte jetzt zum einen erstmal hier unten. Ach nee, hier war ja das mit dem kleineren Weg. Ich bin vergesslich. Ich bin schon ein alter Mann, Leute. Seht ihr nicht die grauen Haare? So, jetzt bringen wir erstmal die Muscheln weg. So, 5 seltene Muscheln. Hier, bitte. Eine Angelrute. Aktionen, die keinen Schaden verursachen, gewähren einen zufälligen Buff. Das wäre nochmal ein Item für Sven. Ich meine, die Waffe, die er gerade hat, nicht kritischer Schaden um 14 erhöht. Ich glaube, die Angel wäre besser für Sven. Weil dann wird der Buffkönig nochmal mehr zum Buffkönig. Kann ich hier eigentlich nach oben fliegen? Das sieht nämlich so aus, als ob man oben raus könnte. Nein. So, wo war denn die Stelle hier mit dem... Ich glaube, da unten war das. Okay, eine kurze Reise. So, hier wollte ich jetzt hin. Dann gab es hier oben, glaube ich, einen Felsen, den man bewegen konnte. Ja. Naja, was heißt Felsen? Ach, falsches Viech. Pam, pam, pam. So, Fisch. Ein Azurjuwel. Für ein Azurjuwel habe ich extra nochmal so ein Schlagevieh geholt. So, jetzt müssten wir einmal kurz zu dem alten Mann. Mit dem wollte ich auch nochmal reden. Vorher will ich aber auf die Karte gucken. Ach ja, im Übrigen, da unten, da war offenbar so ein Geheimgang nach oben, den konnte man nicht sehen. Und darüber bin ich zu einer Kiste gekommen, da war aber auch noch wieder so ein Stein drin. Also nichts Erwähnenswertes. Ich mach mal kurz einen Skip, bis wir beim alten Mann sind. So Leute, wir sind beim alten Mann, Zeit mit ihm zu reden. Oh, du hast den Eingang zur Schatzhöhle gefunden und mein Gedenkring wird gebracht. Vielen Dank. Jetzt werde ich endlich herausfinden, wie die uralten Worte meiner Familie lauten. Nichts ist für immer. Nun, das ist ein wenig öde. Das wusste ich bereits. Ich denke, ich werde den Schmied bitten, die Inschrift zu ändern. Aber ich danke dir natürlich. Du hast eine Belohnung für deine Verdienste verdient. Und ich habe eine Beutekiste dafür gekriegt. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Die Dinge abzuschließen ist mir wichtiger als alles Gold. Ja, und damit haben wir eigentlich alles erledigt zurzeit, was man am Goldstab machen kann. Horizontstab machen kann. Das hätte ich gerne. So eine automatische Heilung. So, Zip hatte auch ein Level Up. Jetzt hätte ich gerne den Kettenbruch endlich mal. So, Sunny. Hm.
Ich mach mal, dass ich eine stärkere neutrale Attacke habe. Und verbesserte Helfer wäre vielleicht auch demnächst gut. So, ein paar Yannick. Hexerheilung. Dann kriegt der Gegner nämlich noch einen Debuff. So Leute, ihr habt jetzt vielleicht erwartet, dass wir ins Endgame reingehen, weil das findet ja da unten statt. Nein, das machen wir als allerletztes. Es gibt noch ein bisschen was zu erkunden. Also hier hinten, da sind wir safe fertig. Für da ganz links muss ich noch ein Dodo-Ei holen. Das mache ich zwischen den Folgen. Aber das Gebiet, wo ich jetzt hin will, müsste dort sein. Wo ich gerade hingucke. Wie das Gelbe, wo es noch nach oben geht. Da müsste es ein Gebiet geben, wo man nach oben kann. Und man kommt nur mit dem verbesserten Fliegen hin. So, über euch will ich drüber. Ich versuche jetzt auf dem Weg noch ein Dodo-Ei zu holen. Ich will sowieso auch einmal zum Schmied noch und die Angel ausbessern. Und dann sehen wir uns gleich an der Stelle, die ich meine. So, Leute. Wir sind an der Stelle, die ich gerade eben meinte, dass man hier noch nach oben kann. Ich habe nämlich auch geguckt und hier soll es noch ein weiteres Biom geben. Ja, die mystische Werkstatt und hier soll es auch die dritte Blob-Statue geben. Und die ist heute unser Ziel. Monster, die wir kennen, lasse ich wie bereits gesagt aus. Was bist du denn? Ein Stolbi. Ich glaube, die haben ein höheres Level als ich, oder? Nee, gerade so nicht. Okay. Angriffstechniken sind hier gut. Übrigens, ich habe Sven noch nicht die Angel gegeben, weil ich die Angel noch mehr ausbessern muss. Sonst mache ich einen zu großen Verlust. Die hat noch nicht genügend Angriffspower. So, Wem hat zuerst Kraft? Damit ich schön saftig Schaden mache. Jetzt will ich erstmal Rüstungsbruch geben. Ich habe übrigens gerade eben Level abgemacht und da habe ich ihm ja den Kettenbruch gegeben. Es sollte jetzt viel saftigeren Schaden geben. Ich habe schon so eine Frage, welche Fähigkeit die haben. Also erstmal gucken, sind die im Kampf überhaupt stark? Wirkt nicht so. Auch wenn sie gerade Zip gewonnetet haben. Halleluja. Phönixträne, Zip. Ich muss auf die Vögel aufpassen. Die können richtig gut Schaden machen. Vor allem trifft man die beschissener. So, Eisspässer, ich muss die Vögel zuerst loswerden. Die sind ein bisschen stärker als gedacht. Die können auch noch heilen. Autsch. Ich glaube, dass Sven für diesen Kampf nicht das geeignete Monster ist. Zip macht jetzt ausnahmsweise meine Massenheilung. Ich habe zum Glück noch einen. Hier, sogar die Mega-Massenheilung. So. Ich hoffe, ich kann dich one-hitten. Ich muss einen von euch unbedingt loswerden. Gut, der Vogel greift nicht an. Die Maschine, die können wir ruhig erstmal in Ruhe lassen. Die Maschine hat nämlich absolut keine Power. Ich gehe jetzt, glaube ich... Ach, Spore wollte ich eigentlich machen, aber das hat keine Wirkung auf dem. So, Schock. Mann! Teamplay! Und jetzt Hoffnung, dass der auch stirbt. Den trifft man halt auch schlechter. Das ist das Problem. Jetzt kommt er wieder mit der Giftbombe.
macht so viel Schaden. Erstmal Gewitter. Wenn ich jetzt richtig mit der Berechnung liege, müsste der Vogel so oder so sterben. So, Federsturm. Dann ist das Ding kaputt. So, Eissperre. Weg mit dir. Und ein Level-Up-Zeichen. Ich habe mehr Erfahrungspunkte erwartet. So, Kolbi hieß das Ding. Hoffentlich finde ich das in der Liste. Das Ding kann Geist formen. Ist also unnütz. So, mein Ziel ist es, die Blob-Statue zu finden. Ich weiß nur, dass sie in diesem Gebiet ist. Was ist denn das hier für ein komisches Rätsel? Ich habe den Schalter zuerst nicht gesehen. Ah, okay. Das ist ein Rätsel, das muss ich mit Yannick zusammen machen. Damit geht das auf. Damit gehen beide auf. Damit geht der untere auf. Ich mache mal erst, dass hier beide aufgehen, weil ich hier oben gucken will. Das öffnet mir den Weg, das mir überhaupt nichts bringt. Gehe ich jetzt mal von aus. Nee, hat mir echt überhaupt nichts gebracht, der Weg. Aber ich sehe, was man tun soll. Also nochmal hier auf. Und da drinnen muss ich zum Tackle-Typen wechseln. Hab's jetzt erst gesehen. Ich mach das aber noch eine Ecke schlauer. Und hol zuerst den, der dort liegt. Nee, ich glaube, man muss es genau andersrum machen. Muss erst machen, dass der bleibt, also dass er was ist, das den aufschiebt. Den dann bewegen. So. Den zurück und von der anderen Seite aus schieben. Dass der draußen ist. Dann springe ich hier zwischen. Weil ich den oberen nicht mehr brauche. Schieb den da drauf. Und zack, habe ich hier offen. Okay. Ich will auf jeden Fall einmal alle drei Schalter betätigen. Aber so oder so muss ich den hier erst einmal durchschieben und da oben den wahrscheinlich einmal woanders hinstellen. Das funktioniert hier gar nichts. Welcher von euch beiden Schaltern bringt mir was? Ich nehme hier vielleicht nur als Duo was? Die bringen mir tatsächlich nur im Duo was. Ja, toll. Muss den da oben freikriegen. Das Dumme ist, ich krieg den so aber auch nicht da raus. Der Schalter ist unnütz. Einmal den Tackle-Typen wieder. Hm. So, die beiden Schalter will ich auf jeden Fall haben. Und da setze ich einfach was drauf. So, jetzt habe ich hier oben freie Bahn. Jetzt kann ich den Stein hier durchschieben. Stelle ich da den Stein drauf.
dass ich hier unten durch kann und den jetzt durchschieben kann. Perfekt. Jetzt schiebe ich den einfach nach ganz hinten. Schieb den auf den zweiten. Und auf den letzten stelle ich den Stein. Und et voilà, Rätsel gelöst. Ein Skilltrank und drei Werkzeugkisten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Trade so gut war. Naja. Mal gucken, was die Werkzeugkisten hingeben. Purpurjuwel, grünes Juwel. Das einzige davon, was ich echt gebrauchen kann, ist Silber, weil den Rest kann ich kaufen. So, dann haben wir jetzt hier den Weg nach unten einmal zuerst. Da ist so ein komisches Auge. Ich sehe aber, dass hier die Folge schon lange geht. Deswegen mache ich hier jetzt mal kurz Feierabend und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Tschüss und bis dann.